Tja, Leute, der Sommer ist bereits schon eine Weile vergangen und hier draußen vor dem Fenster der Computerspielschule hat der Herbst die Blätter bunt gefärbt. Für alle, die noch nicht wissen, was sie in den kalten Monaten zocken möchten, habe ich vielleicht eine Empfehlung. Mein Gaming-Tipp für den Herbst und den Winter ist das Spiel Dorfromantik. Ob der hochgelobte Indie-Hit auch was für euch ist, könnt ihr mit diesem Review auschecken. Mein Name ist Nick und das hier ist der CSS Gamecheck. Los geht's! Ganze 4-mal wurde Dorfromantik im letzten Jahr für den Deutschen Computerspielpreis nominiert. Neben dem Preis für das beste Game Design und das beste Debüt räumte das Studio Tucana Interactive außerdem noch den Pädagogischen Medienpreis 2021 ab. Dorfromantik ist also so richtig gut angekommen. Wer sich vor großen Einstiegshürden ins Spielen fürchtet, wird mit dem gemächlichen Strategiespiel keine Probleme bekommen. Spielregeln und Steuerungen sind denkbar einfach gestaltet. In Dorfromantik geht es darum, aus 6-kantigen Kärtchen eine Dorflandschaft aufzubauen. Für zusammenpassende Felder gibt's Punkte. Und auch wenn man eine der zufällig aufpoppenden Quests erledigt, kann man den eigenen Highscore erhöhen und neue Karten dazu gewinnen. Dafür muss man zum Beispiel durch cleveres Legen ein möglichst großes Waldgebiet pflanzen. Gehen die Karten zu Neige, endet die Spielrunde und man muss wieder von vorne anfangen. Das war's aber auch schon. Viel mehr Regeln gibt es in Dorfromantik nicht, denn um eine Karte zu legen, hat man alle Zeit der Welt. Und ist euch das auch schon zu stressig, kann man einfach in den kreativen Modus mit unendlich Karten switchen. So ist für jeden Spielstil etwas dabei. Vielleicht ist es euch im Verlauf dieses Videos aufgefallen. Dorfromantik erzeugt eine ultra-meditative und entschleunigende Atmosphäre. Dafür sorgen neben dem umkrampften Spielaufbau die liebevoll gestalteten Grafiken und ein entspannter Soundtrack. Obwohl die Legekarten oft ähnliche Muster aufweisen, kann man mit ihm unterschiedliche Biome eröffnen. Zum Beispiel ein Winter- oder ein Herbstbiom. In viele Karten sind außerdem kleine Extras eingezeichnet, die eine lebhafte Dorflandschaft erzeugen. Schaut euch zum Beispiel mal diesen Biberdamm an, der auf manchen Flusskarten eingezeichnet ist. Und wie gemächlich das Boot über die Karte tuckert. Ich lasse euch mal das Gesamtbild für eine kleine Weile stehen. Herrlich. Dorfromantik ist ein Spiel, in dem ich versinken könnte. Es fühlt sich aber nicht so an, als ob ich etwas verpassen würde, wenn ich das Spiel beende. Eine Partie lässt sich immer speichern und jederzeit pausieren. Dorfromantik ermöglicht eben ein entspanntes Spielerlebnis. So könnt ihr für eine kurzweilige Pause dem Alltag entfliehen. Von sich aus bietet Dorfromantik leider keine Multiplayer-Funktion an. Und so ist es leider nicht möglich, den Spielraum gemeinsam zur gleichen Zeit zu betreten. Von großartigen MehrspielerInnen-Erlebnissen wird trotzdem berichtet. Der NRW-Spieleratgeber schlägt zum Beispiel vor, sich gegenseitig zu beraten und gemeinsam über den besten Platz für das nächste Kärtchen zu entscheiden. Den Artikel findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Trotz fehlendem Multiplayer kann ich Dorfromantik nur ans Herz legen. Mit seiner simplen Steuerung, dem gemächlichen Gameplay und meditativen Klängen lockt der Indie-Hit zu einem beruhigenden Spielerlebnis. Dabei fordert der Gewinner des Deutschen Computerspielpreises in keinem Moment zu viel von den SpielerInnen. Und mit knapp 15 Euro ist er für einen fairen Preis auf Steam und im Nintendo eShop erhältlich. Das Spiel habt ihr nach dem Kauf komplett erworben und für das vollständige Spielerlebnis sind keine weiteren Käufe notwendig oder möglich. Vielleicht kann Dorfromantik euren kalten Monat aufpeppen. Habt ihr Dorfromantik schon mal gespielt? Was zockt ihr so, wenn es draußen kälter wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Unten habe ich euch auch noch einen Beitrag von den Rocket Beans über das Entwicklerstudio hinter Dorfromantik verlinkt. Das war der Gamecheck, ich bin Nick und wir sehen uns bestimmt bald in einem anderen Video oder freitags während unserem offenen Angebot wieder. Bis dann!